Und da sind wir wieder back to Far Cry und es ist einfach direkt die Action. Ich habe eben den Spielstand geladen. Cheeseburger, mach du das mal. Komm schon. Dankeschön, den auch noch. Ja, mach den down. Sehr gut. Guter Bär. Du bist ein Guter. Du bist ein Guter. Ja, Guter. Guck mal her. Ja. Oh, Cheeseburger, da kommt was. Hinter dir, Cheeseburger. Ja, nee. Cheese Biggie. Na, fuck. Ach, komm. Also, mein Skill ist ja heute, lässt er sehr zu wünschen. Übrigens, Baseballschlägerwurf-Skill. Skin da ab. Ist ja etwa ein anderes Tier des Waldes noch aktiv? Sag mal, wo kommen denn die ganzen Gegner jetzt her? Oh. Ach so, stimmt, die wurden ja gejagt. Sorry, Leute. Ich bin komplett aus dem Ding raus. Wir wurden gejagt. Hier. Ihr wisst schon, Mr. Seed hat nochmal gesagt, ey, hör auf mit dem Scheiß oder ich schick meine Leute. Ich schick sie einfach vorsichtshalber schon mal los. Und ja. Schauen wir mal. Sie wollen, dass ihr stark seid. Einer von euch wird stark sein. Nicht nochmal. Verschwinde hier, Schwätzer. Ich weiß, du hast Schmerzen. Der Herr gibt und der Herr nimmt, hm? Aber du wirst nicht als Einziger geprüft. Wusstest du, dass ich eine Frau hatte? Wunderschön, oder nicht? Sie war schwanger mit unserem ersten Kind. Und wir waren eigentlich noch selbst Kinder. Ich hatte große Angst, Vater zu werden. Wegen des Geldes vor allem. Sie war unbesorgt. Sie war zuversichtlich, dass alles gut wird. Sie war immer zuversichtlich. Und dann eines Tages besuchte sie eine Freundin. Es gab einen Unfall. Und der Herr nahm. Und sie brachten mich ins Krankenhaus. In einen Raum mit diesem kleinen rosa Bündel, das an Schläuchen hing. Sie sagten, dass ich stark sein müsse, um ein kleines Mädchen überleben würde. Gott hatte unsere Tochter gerettet. Und sie ließen mich allein in dem Zimmer mit ihr. Und ich starrte meine Tochter an. So hilflos, so unschuldig. Und sie hatte niemanden außer mir. Einen Niemand von nirgendwo. Mit gar nichts. Und in diesem Moment wusste ich, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Also legte ich meine Hand auf ihren kleinen Kopf. Und ich war ganz nah und konnte sie riechen. Und ich betete mit ihr. Ich bat um Weisheit. Ich bat um Stärke. Dann wusste ich es. Ich erkannte Gottes Plan für mich. Und dann legte ich meine Finger auf den Atemschlauch, der geklebt war an ihr engelhaftes Gesicht und drückte zu. Und dann nach einer Weile begannen ihre Beine zu zucken. Und dann nichts mehr. Stille. Erlösung. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Schmerz. Entbehrung. Das ist alles Teil der Prüfung. Um zu zeigen, dass wir Gott dienen können. Was er auch verlangt. Gut gemacht.
Okay. Boah, das war jetzt echt ultra starker Tobak. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Muss ich jetzt wieder den Scheiß machen wie letztes Mal? Ich bin gerade innerlich richtig zerrüttelt jetzt von dieser Geschichte. Geht's euch auch so? Ich habe mir das, glaube ich, zu bildlich vorgestellt. Ich bin, ja, doch, ich bin getroffen. Ich bin auf jeden Fall getroffen. Mach weiter. Ja, ich wäre schon weiter. Und jetzt schon wieder diese Sache hier. Trainieren, jagen, töten, Opfer bringen. Okay. Es ist ein bisschen anders wie letztes Mal. Boah, ja, ich bin richtig. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen durchschnaufen. Ich bin wirklich getroffen von dieser Geschichte, die er da erzählt hat. Das fand ich doch schon wirklich. Ja. Hallo. Und jetzt diese Wiederholung hier. Trainieren, jagen, töten, Opfer bringen. Das, was wir schon gemacht haben, lässt das Ganze noch merkwürdiger erscheinen, wie ein Albtraum, der nicht aufhört. Wo, what the fuck, Alter? Wo ist der nächste? Ah, da. Okay. Stehen geblieben ist hier. Und los geht's. Ja. Ich mach das jetzt hier einfach mal durch. Weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Geht euch auch so? Seid ihr auch so ein bisschen mit dem Kind und so? Ist schon irgendwie krass. Genau so. Das hier ist übrigens neu, das haben wir noch nicht gehabt. Kein Plan, wo ich nicht muss. Der hat gar kein. Perfekt. What the fuck? Da hat er kein Gesicht. Boah! Ganz schöner Mindfuck, damit habe ich nicht gerechnet. Ist das direkt wieder Dialog oder? Ja, wahrscheinlich sind wir wieder. Ich sag bloß, wir sind einfach mitten in der Wildnis. Es hat eine Person kommentiert und hat gesagt, er findet es schon cool, das Spiel, aber er wird es bei mir wahrscheinlich nicht schauen, weil er sich meine humorvolle Art nicht so gut vorstellen kann mit dem Inhalt. Und diese Stelle, da muss ich schon sagen, ja, das ist. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Da kann man jetzt erstmal nicht so Jux und Dollerei. Wartet mal. Ist das Andrew? Nee, oder? Ganz ruhig. Straßensperre voraus. Wo sind wir jetzt? Warum sind wir jetzt hier unten? Was ist passiert? Was machen wir hier? Wir sind jetzt einfach wieder irgendwo in der Wildnis. Sehe ich das richtig? Ich guck mal kurz auf die Map. Im Einsatz verschollen. Sichere den Hawkeye-Tunnel. Hustet denn da? Da oben. Ha! Okay, wir klettern da mal hoch. Da oben ist Cheeseburger. Auf und da hoch mit uns. Glaubt ihr, ich kann einfach aus der Luft heraus jetzt hier einen Haken hochschmeißen? Wahrscheinlich nicht, ne? Kletterhaken! Boah, krass. Ich bin Spoderman. Ich wollte eigentlich mit links weiter hochklettern. Man muss links drücken, um hochzugehen, und das war nicht geplant. Ich bin kein. Oh Gott. Mistiger Mist. Ich hab mich jetzt halt voll verraten, ne? Es wäre echt gut, wenn ich einen Baseballschläger hätte. Ich glaube, damit wäre ich irgendwie krass am Start. Hallo. Au. Oh Gott, die sind ja ultra hart, man. Warum fallen die nicht irgendwie? Das sonst auch. Da ist ein Heli, alles klar. Okay, den habe ich nicht gesehen. Wow, okay, Leute. Das müssen wir wieder abschütteln. Jetzt dieses leichte Benommene und wieder rangehen an den Speck. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. Ja, Jacob. Bin ich jetzt wieder hier unten? Ja, diesmal mache ich nicht diesen bescheuerten Fehler, dass ich einfach durch die Luft ballere, weil ich glaube, die kann ich ziemlich sneaky-beaky killen. Nehme ich an. Na, dann gehen wir hoch. Aber wahrscheinlich sehen die das dann doch, wenn wir an ihnen vorbei hoppeln. Oh Gott. Hallo? Oh, leck mich doch. Wo sind die, fragt er. Was für ein Dösbuddel.
Bitteschön. Oh, shit. Geht's hier nicht auch noch irgendwo hoch? Nee. Wir müssen jetzt auf jeden Fall weg. Wenn der Heli kommt, sind wir wieder genudelt. Ich glaube, der kommt schon. Oh, oh. Ja, unser Bärchen ist da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hole jetzt die zwei Geiseln noch. Die helfen uns dann bestimmt. Oh Gott. Shit, 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 weg, weg, weg. Ich häng. Okay. Bärchen, da ist noch jemand. Nimm dir den. Ja, der wird angegriffen. Au. Wow, wie es hier abgeht, krass. Leute, kommt doch mal hier hin. Ah, der Bär liegt. Boah, ist das hell, ich sehe gar nichts. Ich sehe den gar nicht richtig. Blöden Heli. Komm her. Lauf, 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 Bärchen. Oh, er ist wieder gelegen. Haben wir irgendwie... Oh Gott, was hängt denn da vorne? Haben wir irgendwie einen Raketenwerfer oder sowas? Nee, ne? Brauchen wir noch. Der Effekt ist ultra krass. Wenn wir von drin nach draußen gehen. Wie man einfach kurz gar nichts sieht. Komm mal her, Heli. Flieg mal darüber, genau. Ich glaube, jetzt kann ich den Bär holen. So. Jawohl, der ist hinter uns. Ich werde jetzt diese Folge noch schnell aufnehmen. Es ist schon sehr, sehr spät, mal wieder. Aber ich will morgen früh nicht so ultra für aufstehen, also vor 8, um euch dann die Folge für 8 aufzunehmen. Deswegen nehme ich sie eben jetzt auf. Soll mal alles durchladen. Oh, da wäre ein Raketenwerfer gewesen. So. Alles plündern. Okay. Ich nehme an, der Heli ist damit gemeint, mit zerstöre alles. Wo ist er denn? Komm her, Helilein. Wir dürfen nur die Waffe nicht vergessen. Boom. Hahaha. Gesichert. Ich sie. Wir haben heute gute Leute verloren, aber du hast dein Bestes getan. Ja, ich war ziemlich krass. Wenn wir aufeinander aufpassen können, hilft das die Moral. Da oben ist der Bär. Schließen sich uns sogar noch mehr Leute an. Scheiße, ich wusste, dass Tammy sich in dir geirrt hat. Glückwunsch, du bist jetzt einer von uns. Wenn du Zeit hast, hätte ich noch mehr Arbeit. Komm in die Wolf's Den, wenn du soweit bist. Läuft, läuft, läuft. Komm, ich will dich noch schnell retten hier. Komm mal raus. Danke fürs Arschretten. Jo. Jetzt hätte ich doch gern den Hund. Ihr habt gesagt, ich soll mal den Boomer mitnehmen. Deswegen nehme ich ihn jetzt mal direkt. Den packe ich jetzt mal direkt ein, Boomerchen. So. Es gibt da draußen noch eine Menge. Oh, habt ihr gesehen, was der kann? Markiert Gegner in deiner Umgebung. Apportiert dir manchmal die Waffe. Okay. Nicht so wichtig. Falls du noch mehr Geiseln findest, befreie sie bitte. Diese verfluchten Peggys dürfen sie nicht bekommen. Der hat noch eine Info für uns. Hast du diesen Unfall gesehen? Die Peggys haben einen Wagen verfolgt und über die Klippe gedrängt. Was auch in dem Wagen war, die Peggys sind echt scharf drauf. Ja, okay. Wo ist denn unser Hund? Ich habe ihn doch jetzt extra gerufen, ich will jetzt einen Boomer haben. Ich muss einen Schutzengel haben. Bimmerchen. Warte mal, so. Da kommt er! Boomer, oh, Boomer, da ist irgendwas. Boomer, bleib mal stehen. Boomer. Oha, unser Bär greift an. Alter, was ist mit ihm los? Da hat jemand umgefahren? Nee, ne? Wir nehmen den Truck, würde ich sagen. Und blubbern dann davon. Alter. Ist der bescheuert? Wie der da rumrast in seinem kleinen Teil da, in seinem Toyota Motorola da. Naja. Was haben wir denn als nächstes auf dem Plan? Eine leckere False End. Eden's Gate hat False End übernommen. Befreie die Einwohner und verteidige die Stadt gegen Sekte. Und was ist das hier? Hilft Tammy dabei, Jacobs Kommunikation zu zerstören. Das machen wir mal, weil das sehr, sehr nah ist. Kommunikation ist wo? Da unten? Da oben. Ich glaube, da brauchen wir einen Helikopter. Ist hier irgendwo ein Landeplatz vielleicht oder sowas ähnliches? Was ist denn das? Woher wissen wir denn das? Woher kennen wir denn jetzt diesen Platz da? Naja, wir fahren da mal hin. Ich will jetzt doch dem sein Auto, der ist mir zu bescheuert. Bleib mal stehen geblieben. So. Beschlagnahmen.
Nein. Ich will einfach jetzt dein Auto. Ich hab diese Judges gesehen. Ich will rein. Achso, ihr habt mir noch geschrieben, ich soll einfach mal einsteigen und hier hingucken und dann auf Sitze tauschen mit C. Das wurde mir aber früher nicht angezeigt. Top erzählt nicht, oder? Boomer, bist du da? Und ihr habt gesagt, ich soll die Musik einfach mal laufen lassen, denn möglicherweise ist sie ja nicht geschützt. Wir gehen jetzt also einfach mal... Wir gehen jetzt einfach mal drauf... Aber irgendwie stört's mich. Kann ich Musik leiser machen zumindest? Nee, ne? Also die stört mich einfach im... Musik ein, Musik aus. Das ist diese Musik. Ist jetzt auch die Musik im Spiel aus? Nö. Also die Menümusik kann ruhig anbleiben. Die stört mich überhaupt nicht. Ich lasse trotzdem jetzt mal testweise das Musikstückchen hier laufen. Boomer, steig doch mal ein! Komm her, Vogel! Steig ein! Ja. Kann der nicht einsteigen, also irgendwie reinspringen? Wie soll man den dann mitnehmen? Der läuft einfach dahin. Okay. Wie gesagt, im Auto finde ich es jetzt echt etwas störend, weil ich auch direkt da drin sitze und das halt höre. Aber ich werde jetzt einfach in Zukunft die Sachen... Ah, stimmt! Ich sterbe ja, wenn ich komisch, also gegen die Fahrt, dann die machen mich irgendwie down. Sag bloß, Boomer kann mich retten. Er ist zu weit weg. Ich glaube nicht, dass ich Boomer aufheben kann, obwohl er jetzt voll sprintet. Wir gucken mal, was er macht. Wir gucken mal, was er macht. Ich klammer mich ans Leben. 40? 30? Boomer, du hilfst uns doch jetzt nicht auf. Beißt uns in den Sack, dass wir aufstehen? Er ist einfach traurig. Er hilft uns! Boomer! It's your boy, Boomer! Ey, du bist ja ein Guter. Bleib mal stehen. Bleib stehen. Boomer, bleib mal stehen. Hast du dir verdient. Komm her. Ja. Ja, du bist der Boomer. Wo ist er hin? Ja. Krass, was der auch für Gesichtszüge hat. Unser Auto, Boomer, unser Auto ist kaputt. Ah, shit, dude. Komm mal mit. Komm mal mit, Bümerchen. Der hat irgendwie Leute abgefackelt, dieser Pisser. Aber er ist auch gestorben, ne? Ah, jo. Und wieder gestorben ist. Sind es da vorne Feinde? Oh, oh. Zack! Steig aus. Ha! Boomer, du machst den Hund down, ne? Der Hund guckt. Oh. Du Pisser! Das hat irgendein Fremder hat unseren. Oh, der Arme. Der ist so süß, Leute. Wir haben den ab jetzt immer dabei. Der ist ja so nice. Ha! What? Warte mal, der ist ja gar nicht. Der ist ja gar nicht tot. Haha. Okay, ich mit dem Pfeil, danke. Was kann ich jetzt mit diesen Wegen machen, die das Symbol haben? Das sind Waren. Interagieren? Ah. Ach so, ich muss das einfach nur öffnen, dann habe ich ihn geplündert. Das war's. Ist ja jetzt auch nicht mehr als solcher markiert. Ja. Das heißt, wenn wir so einen Wagen haben, einfach anhalten und aufmachen. Und dann haben wir den Wagen geplündert und es zählt dann auch als solches. Okay. Dann fahren wir jetzt mal weiter. Also die Leute sind echt so bescheuert. Guck mal, er ist jetzt hinter uns eingeklemmt. So, komm mit, Boomer. Ich überfahre jetzt den blöden Wolf da vorne, bevor der den Boomer beißt. Der Boomer ist so fucking sweet, Boys. Bam! Oh, wie ungeschickt von mir, sorry. Ja, im Auto nervt es echt brutal. Oh, hoppala. Ich glaube, da habe ich jemanden gerettet. Ist ja vielleicht noch ein Truck, den wir überfallen können. Nee, du rufst nicht Verstärkung. Vogel. Ich bin hier eh auf dem Wegfahren. Kriegst keine Verstärkung. Hör mal auf zu hupen. Hör doch mal auf. Ich muss zufällig die Leute befreien. Nee, ihr habt jetzt nicht einen Heli am Start. Schnell. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Ich glaube, das ist der falsche Weg, ne? Oder? Ist der falsche Weg? Obwohl ich da immerhin da hoch kann. Dann kommen wir zu dem Wachturm. Was da hinten lang? Nee. Base Jump. Wir fahren hier hin und fliegen. Hilfe, schreit er. Wie war das jetzt nochmal mit der Stabilität der Autos? Was halten die so aus? Einiges. Oh. Kaputt. Scheiße. Boomer ist down? Nein. Okay, aber ich komme jetzt nicht an ihn ran. Der ist da oben. Ach, Leute. Ey, wollt ihr mich eigentlich gerade komplett verjuckeln?
Ich brauche meinen Hund! Oh, ich bin down. Okay, ich wollte jetzt echt hochgehen und... Oh Gott, wir sehen so behindert aus. Und den Boomer retten, aber das ging leider mächtig in die Hose. Aber ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch die Chance habe, ihn zu retten, nachdem ich wieder neu gespawnt bin. Ich hoffe es doch. Vielleicht kommen wir noch schnell hin. Wir müssten jetzt hier in der Nähe spawnen eigentlich. Nehme ich an. Naja. Oder? Boomer? Ja, Boomer! Schüttel dich! Guter Boomer, komm her. Ja, du bist so ein Guter. Der ist so putzig. Wahnsinn, wie putzig der ist. Wir sind jetzt hier gerade irgendwo oben. Am rumschimmeln. Ich gehe jetzt auf den Berg und jump von da dann. Base-Jump-mäßig runter. Wir haben uns ja das Ding freigeschaltet. Boomer, du bist so cooler markieren. Okay, es ist schwieriger als gedacht. Ich meine, dass man... Wo? Wo fliegt hier was rum? Ich meine, dass man bei dem letzten... Oder bei einem anderen Far Cry, da konnte man oder durfte man die Tiere nicht mit einer Waffe erschießen. Man musste sie mit einem Bogen erschießen, um die Sachen ernten zu können. So richtig. Sonst hat man nichts bekommen. Glaube ich. Komm. Also. Wir fahren geschwind da drüben hin. Und fliegen hoch. Also ich denke, das war nicht gewollt, dieser Rechtsdrall. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich denke, dass der Boomer da auch nicht einsteigt. Also in den Heli. Und wir dann... Oh, alles gut. Alles gut. Alles cool. Like a glove. So. Das ist aber nicht unser Heli. Ich hätte gerne unseren. Unseren krassen, schussfeurigen Hardcore-Heli. Shop. So, da, der ist super, Bubedo. Ja, nice. Boomer, komm, steig da bitte ein. Das ist so ein geiles Teil. Komm, Boomer. Komm, der steigt da bestimmt ein, oder? Nein. Okay. Dann mal auf zu unserem Ziel. Wo sind hier Feinde? Ah! Hallo! Na, wie gefällt euch das? Auch mal beschossen zu werden, ihr Lurche. Seid ihr schon down? Oh, es ist tragisch. Kaum zu glauben, wie schnell die down gehen. Tschüss. Okay, auf zum Ziel. Wir müssen noch ein bisschen höher. Müssen wir dann einfach diese Teile kaputt machen? Also diese Masten? Wahrscheinlich. Sind hier Feinde? Nein. Wir müssen weiter hoch. Der Helis, das war wirklich eine galante Anschaffung. Was war das jetzt? Boomer liegt doch jetzt nicht. Nee, Boomer liegt nicht. Sehr gut. Oh, hallo. Du solltest jetzt dicht dranbleiben. Zerstör den Schaltkasten an der Spitze des Turms. Jawohl. Wie du das machst. Hauptsache die Funken sprühen. Okay, mach ich dir easy. Haha, easy. Das reicht wohl. Okay. Jetzt wäre ein Wingsuit gut. Stürz bloß nicht ab. Hol ein Heli. Ein leckerer Heli, mit dem wir das alles richtig locker machen können. So muss es sein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie, ob wir, ich meine, der war ja vom Preis her doch recht erschwinglich. Es scheint jetzt fast so, als wenn er etwas overpowered wäre, aber vielleicht trügt das auch und da kommen demnächst auch richtig krasse Gegner. Das kann natürlich sein. Das weiß ich nicht. Boomer ist da unten gewesen und er läuft unter uns halt einfach mit, der arme Hund. Hier wäre echt noch genug Platz für ihn. Ich würde noch auf den Schoß nehmen. Aber der will halt lieber Larve, der Kerl. Naja. Ich weiß nicht genau, warum sie sagt, ein Wingsuit wäre da so gut. Also um von dort wieder wegzukommen, nehme ich an. Weil um hinzukommen, da müssen wir dann wiederum höher sein. Und das sieht nicht so gut aus hier drüben. Übrigens, ich dachte gerade... Nee, das ist es auch. Ich denke, das ist die Levelbegrenzung, ne? Was passiert, wenn ich da hinfliege? Du übertrittst die Grenze, dreh sofort... Dreh um, sonst droht ein Respawn. Okay. Schade, dass sie es so gelöst haben. Da hätte ich mir doch irgendwie mehr gewünscht. Also sowas wie... ich weiß gar nicht. Ich wüsste, dass die... Dass einfach die... Dass es so hoch ist, dass man nicht hoch genug fliegen kann, dass die Engines kaputt gehen oder irgendwie sowas. Du solltest ihn jetzt sehen können. Mach ich schon. Rauf da und den Störsender abschalten. Mach ich. Und weg ist er.
Soll ich die da unten noch beuteln? Ja, ne? Ich hoffe, das sind Bösewichte. Okay, der dritte Störsender ist auf dem Truck. Ja. Im Süden. Auf der Straße südlich von dir. Wenn du dich bei. Ich flieg mal eben hier vorbei, Jungs, ne? Ciao! So. Was, ein Hinterhalt könnte da sein? Habe ich es richtig verstanden? Ich baller einfach jetzt schon mal von hier drauf. Lass die wissen, wie der Hase läuft, wenn ich ankomme. Ein Rappels, ne? Der Rappels im Karton. Das klappt aber. Ich würde gerne noch schneller fallen oder ja, sinken können. Sinken ist das bessere Wort. Fallen hört sich zu rabiat an. Zu ungewollt. Komm, schneller, schneller, schneller. Also was ist das hier jetzt? Erreiche die Straße und überfalle den Truck mit dem Störsender. Okay. Oh mein Gott, das war sowas von ungewollt. Oh no. Helikopter, no. Bitte lande irgendwie. Du schaffst es. Komm, du landest. Fuck. Ich schwör's bei allem. Das war nicht gewollt. Hier. Okay, wartet. Ich denke, wir können jetzt hier einfach mit ein paar Minen. Aber Boomer, Boomer, bitte verzieh dich. Boomer, Boomer, Boomer. Sehr gut, sehr gut. Komm mal her. 3, 2, 1. Ihr seid noch da. Ihr habt noch einen Truck. Hier. Bop! Und weg ist er. Und keiner weiß, wo wir sind. Tschüss. Die Leute, die seine Musik nicht mögen, vermutlich eher nicht. Vielleicht können wir ja doch noch an der Sache mit dem Vertrauen arbeiten. Nice, richtig nice. Ich habe denn noch mehr für dich zu tun, wenn du willst. Das war jetzt praktisch. Wir sehen uns. Sneaky beaky, aber nicht wirklich. Gut gemacht, mein Hündchen, wie er mit stolz geschwärter Brust da sitzt und sich denkt, ja gut, hab ich gesagt. Oh, Hündi, guck mal. Deputy, ich kann dir eins sagen. Er lebt noch. Einige von den Whitetails, naja, einige von denen waren sich nicht so sicher, ob wir dich an Bord holen sollten. Aber jetzt schon. Nicht, weil ich was gesagt habe, sondern wegen dem, was du getan hast. Nice. Die Taten sprechen lauter als Worte. Die Leute kommen von überall, um sich uns anzuschließen. Du gibst ihnen neue Hoffnung. Darauf müssten sie lange warten, Deputy. Sehr lange. Das freut mich. Das freut mich natürlich, dass ich den Leuten neue Hoffnung geben kann. Wenn man das überlegt, so eine Sekte kommt und übernimmt einfach die Heimat, ist es schon echt unangenehm. Ich habe gerade letztens, also meine Freundin hat gerade vor kurzem was geguckt auf Netflix. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Da ging es auch um so eine indische Sekte, die sich in, ich weiß nicht mehr, Chicago? Irgendwo in der ländlichen Gegend von Chicago vielleicht, niedergelassen hat und die immer größer geworden ist, aber dann voll die Intrigen und Mordversuche und dies und das, ein riesiges Ding. Die waren immer so rot-orange angezogen, vielleicht weiß das jemand von euch, was ist da oben los? Und, das hat einfach ultra gepasst. Das habe ich geschaut und danach dieses Spiel angefangen. Und das, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang auch schon erwähnt hatte. Aber das fand ich direkt irgendwie lustig, diesen Zusammenhang. So, warte mal. Das sind gute Leute. Das sind alles gute. Hoppala. Nein. Shit. Wie komme ich da wieder raus? Ah. Los, Leute. So. Seid ihr alle gut? Seid ihr alle. Sind es vielleicht die Whiteheads? Sind es diese White-Leute? Oh nein, ihr habt einen Baum angezündet. Das ist aber nicht gut. Das ist gerade mal nicht gut mit so einem Baum da. Ist jetzt hier noch ein Feind oder nicht? Einer spottet mich die ganze Zeit. Um Gottes Willen, Leute, da ist ein Heli am Start. Könnt ihr das gerade mal, wegmachen? Komm, den machen wir. Nein! Okay, er ist weg. Ja! Ich muss schon sagen, das war gute Arbeit. Ich weiß. Wirklich gut. Ich will dich echt nicht verunsichern. Hätte nämlich wirklich gedacht, dass der Kult den Scheiß langsam lassen würde. Aber es verschwinden weiterhin Leute. Ich weiß nicht so recht. Irgendwas stimmt da nicht. Was auch immer Jacob plant, das ist was Großes. Wir müssen es herausfinden. Wir sehen uns in der Wurst dann. Okay.
Hören ihr noch kurz zu? Experte, was das Überleben angeht und kann uns sicher helfen. Bo Adams. Das menschliche Hirn ist faszinierend. Hey, das soll ich nehmen. Wenn man erst einmal damit angefangen hat, darin herumzustochern, ist es überraschend, wozu man es unter den richtigen Umständen bringen kann. Oh. Du kennst doch sicher den Begriff klassische Konditionierung, oder nicht, Herr Beauty? Damit ist gemeint, wenn ein bedingter Reiz, ein Lied etwa, eine bedingte Reaktion hervorruft. In diesem Fall trainieren, töten, Opfer bringen. Es ist so ein richtiges Mindfuck-Spiel. Also man hat es ja vorhin schon gemerkt, auch schon das in den paar Folgen davor, als wir das erste Mal festgenommen wurden. Der spielt diese kleine... Genau, dieses Lied. Und das ist auf jeden Fall urheberrechtlich geschützt, das kann doch nicht sein. Naja, und wenn sowas gespielt wird, dann kann es das passieren, dass man... Dann sind wir konditioniert worden, ja. Schissel. Wie hieß er? Pavlov, glaube ich, der die Hundegeschichte gemacht hat mit der Glocke. Oh. Um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Ich wollte vor allem eigentlich die Folge jetzt auch gleich, oder wollte sie eben beenden. Jetzt bin ich in Buxtehude? Was habe ich getan? Hä? Sage mal! Kann sich das Spiel mal entscheiden? Oh shit! Oh no. Ach, hast du sicher Hunger? Was ist das? Wusstest du, dass es 10 Tage dauert, bis die Zivilisation kollabiert? Yep. Wenn die Grundbedürfnisse des Menschen nicht befriedigt werden, übernehmen die primitiven Instinkte nach nur 10 Tagen. Ja, das ist nicht leicht zu verstehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Ich war im Irak während des ersten Golfkriegs. 82nd Airborne, gute Amerikaner, hurra! Eines Nachts gab es einen Angriff. Ich und dieser Typ namens Miller wurden von der Einheit getrennt. Ohne Funk. Ohne Nahrung. Die nächste Basis, 200 Klicks südlich. Also gingen wir einfach los. Tja. Bald war klar, dass wir uns verlaufen hatten. Tag 6. Das Wasser ging aus. Du weißt, wie das ist, oder? Es wird schwierig zu schlucken. Am 7. Tag fing Millers Beine an, wackelig zu werden. Wusstest du, dass dein Gehirn Muskeln abbaut, um zu überleben? Deshalb bist du so verdammt abgemagert. Am 8. Tag näherten sich dann die Wölfe. Und ich sah Miller an und wusste, dass wir so gut wie tot waren. Und ich akzeptierte es. Mit dieser Akzeptanz kam die Klarheit. Verstehst du? Ich sah nicht länger den Menschen, Miller. Ich sah nur noch eine Chance zu überleben. Nicht, dass ich das tun wollte. Sondern ich musste es tun. Das war meine Prüfung. Und weißt du, Millers Opfer brachte mich nicht nur aus dieser Wüste heraus. Es führte mich direkt hierher. Die Schwachen haben einen Zweck. Das verstehst du schon noch früh genug. Ha, das war jetzt nicht so bewegend, also schon, das ist schon ziemlich krass. Aber von solchen Dingen hört man ja doch immer wieder. Jetzt muss ich da schon wieder rumpimmeln, also das ist ja Wahnsinn. Ah, das ist schon gerade mal Wahnsinn da. Das ist ja, großartig. Vielleicht können wir uns ja langsam merken, auswendig, wo die denn alle so sind. Naja, töten, töten, hallo. Damit wir dann ein bisschen schneller durchkommen, das ist ja... Dünn die Herde aus. Ja, dünn die Herde aus. Wa. Gib mir den Schambel da. Hallo, Wolfi. Töten, töten, töten!
So, oh oh. Aiming des Grauens mal wieder. Start. Tot gemacht. So, links und rechts. Und direkt ran. Heul die Schwachen! Ja. Das erinnert mich voll an diese eine, ich weiß nicht von welchem Kot das war, aber diese eine Kot-Sache, wo du auf Zeit diesen Trainingskurs machen musstest und wenn du es irgendwie unter x Sekunden geschafft hast, gab es einen Erfolg. Und ich habe so lange hasseln müssen, bis ich diesen scheiß Erfolg hatte. Irgendwie unter einer Minute oder irgendwie so. So, weiter geht's. Ja, das war jetzt nicht so krass, die Story, deswegen bin ich jetzt auch nicht so bewegt wie letztes Mal. Nee, nee, nichts da jagen. Nicht übel. Oh, Bärchen, ich meine Wolfi. Zack, zack. Oh. Okay. Perfekt. Dass die diese Maus-Sensitivität dann immer hochstellen. Das kennst du. Ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Das scheint echt so ein richtiges psychedödelndes Abenteuer zu werden. Ich werde dich hier rausholen, okay? Und dann verschwinden wir von hier, okay? Only you. Only you. Hey! Und ich? Was ist mit mir? Du bist nicht stark genug. Du musst hier sofort raus, bevor es wieder anfängt. Folge mir. Okay. Jetzt müssen wir mit ihm hier noch ausbrechen. Oder geht das automatisch? Er hat das alles geplant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und du bist dabei. Es wird zur zweiten Natur. Routine. Er ist in deinem Kopf. Und du merkst es nicht mal. Du kannst nie mehr zurück. Verstehst du? Du kannst nie mehr zurück. Komm schon. Truck. Der Truck muss da sein. Muss auf den Truck. Es ist fast soweit. Ich habe die Route studiert. Sie ist der einzige Weg raus. Das wird schon, wenn du nicht... Oh nein, 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 noch nicht. Noch nicht. Fuck. Fuck. Nein. Uh-oh. Tut mir leid. Das ist echt krass. Ich überlege jetzt gerade, ob das nicht generell so ein riesen Mindfuck ist und wir vielleicht die ganze Zeit schon da drin eingesperrt sind und alles andere nur träumen, was wir machen. So irgendwie. Krass, krass, krass. So, was sind wir jetzt? In der Wildnis wieder? Leute, ich muss langsam mal die Folge beenden, ne? Mensch, ey. Ist der jetzt kaputt gegangen, der Truck? Liegen wir jetzt hier einfach irgendwo in der Wildnis? Ja. Deine Verbrauchsartikel werden nach der Mission deinem Inventar hinzugefügt. Deputy, falls du das hörst, ich weiß nicht, wohin du verschwunden bist, aber... Scheiße, wir haben echt ins Wespennest gestochen. Okay. Du bist wahrscheinlich da draußen und versuchst deinen Freund Pratt zu retten, aber... Wir Whitehills könnten immer noch deine Hilfe brauchen. Was für ein Pratt? Egal, du weißt, wo du uns findest. Bis bald. Alter, was ist denn hier los? Warum sind hier auf einmal jetzt Feinde direkt bei mir? Aber wahrscheinlich der Fahrer, ne? Hey Dad, keine Ahnung, wo du warst, aber mach dich mal auf den Weg zu der Kreuzung, wo das Grill Street Diner ist. Da ist etwas, was du dir dringend ansehen musst. Okay, es ist echt ein riesiger, Mindfuck eben. Ich habe sogar kurz... Glaubt ihr, dass der zu uns spricht, in unseren Gedanken oder über das Walkie-Talkie? Man weiß es nicht. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall hier mal ausmachen, sonst komme ich nicht mehr ins Bett. Leute, gute Nacht und morgen geht's dann, beziehungsweise, nee, für euch, ist es, das Video kommt jetzt um 8.
Das heißt, es kommt dann um 11 Uhr wieder eins, bei dem es dann für euch abgeht. Ich glaube, 21 Uhr ist etwas spät. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. 21 Uhr ist, glaube ich, für den dritten Upload etwas spät. Ich gehe mal auf 20 Uhr vor. Gut, Leute, dann, bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht, bitte seh... Achso, ja, okay. Gut, dann, ja, wir hören uns. Ciao, ciao.